Moin, Sehung zum Helix und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Chaos Gate Demon Hunters. Ja, wir sind noch auf einer Mission. Haben die ersten beiden Patrouillen, glaube ich, erledigt. Wir müssten jetzt hier mal so ein bisschen hervorrücken. Mal ein bisschen zu gucken, was da hinten so passiert. Warte mal, hier kann man hier drüber klettern oder nicht? Scheinbar nicht. Dann krabbeln wir einfach hier außen lang. I am with you. Ach, was mich natürlich mal interessieren würde, kann ich hier hinten hingucken? Weil das wäre natürlich auch geil, wenn ich hier einfach so rein teleportieren würde, die Pflanze zerstören und dann wäre die Mission vorbei. Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Das muss man ausprobieren bei Gelegenheit. Ich hätte gerne. Dass du dich hier so ein bisschen entlang bewegst. So, und da haben wir die erstmal alle auf einer Höhe hier. Ne, man muss hier echt außen rumrennen. Okay, man kommt da nicht durch. Kann ich nach hier vorrücken? Ne, das ist zu dicht dran, denke ich. Das machen wir dann nächste Runde. Und dann steigt schon gleich die Blüte. Und wird uns ordentlich wehtun, denke ich. So, alle, die noch Punkte haben, bekommen aber eine Rüstung. Weil hier. Rüstung unsere Freunde. Standing ready. What is your will? Also, und hat jetzt jemand sich dahin? Kann ich mich da einfach hinbeamen? Ich würde es echt gerne mal ausprobieren. So, Blüte steigt. Das ist natürlich die Überlegung. Bleibe ich jetzt einfach noch hier stehen irgendwie? Ja, nicht? Yes, Commander. Wards activated. Kane. Wards in hand. My blade is yours. The fire will be yours. Your command. Standing ready. Okay, du kommst nirgendwo an, so richtig, von da drüben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. I am here to serve. Kann man nichts machen. At once. Oh, guck mal, es ist gar nicht so zu dicht. With haste. Wie ich dachte. Interessant. At your service. At your service. Your orders? Jetzt haben wir sie. False Emperor. Okay, ihr seid hässliche Chaos Space Marines. Ah ja, Verteidigung der Blüte. Ach, von da drüben. Ach, geht doch weg. Commander, we've made contact with the enemy. Ja, habe ich festgestellt. Aber da wir jetzt dran sind, will ich das doch mal ausprobieren irgendwie, ob ich hier... Da stehe ich direkt in den Typen drin, ne? Wäre das schlimm? Dann wäre ich direkt im Nahkampf hier. Kriege ich die umgenatzt? Mit Streufeuer und so. Müsste gehen. Ich darf halt nur nicht zu dicht an den dran sein. Eigentlich will ich mich komplett auf dieses Ding da konzentrieren. Weil wie ist denn das? Werde ich sofort rausgebeamt, wenn ich das I am here to zerstöre serve. Oder nicht? Here. Na guck mal, hier gibt's erstmal so ein Ding. Die Aura, die geheiligte Todeszone heißt es. So, ihr seid, ach, die Blüte ist dagegen natürlich immun. Klar. Logisch. So, kriege ich die Blüte jetzt tot in einem Zug?
Ansonsten muss ich gleich nochmal laden. Standing ready. Aber was macht mehr Schaden? Granate oder? Ne, ich glaube das Ding. Ich glaube, ich mache zu wenig Schaden. Ne? Also. Das ist wahrscheinlich nicht die richtige Taktik hier. Der kann gar nicht gecrittet werden. Doch, plus 2 Schaden. Ha. Four Titan! So, das würde mich mal interessieren, ob die Mission wirklich sofort vorbei ist, ob man hier einfach schummeln kann. The blue threat has been purged. Return your squad and I shall attend to the remainder below. Glory to Xiphos! Ja, kann man. Tatsächlich. Die Frage ist, möchte ich das? Nee, ne? Eigentlich möchte ich ja die, die Erfahrungspunkte und sowas noch mitnehmen. Das wäre, glaube ich, schon geil. Und die bisschen Verwundung, die ich dann bekomme, wären auch okay. Weil ich glaube, so habe ich gar keine Saat bekommen oder sowas. Aus dieser Mission ein bisschen Saat könnte ich schon noch gebrauchen. Ja, von daher schön, dass ich das mal ausprobiert habe, aber ich werde es nochmal laden. Doch, eine Saat habe ich bekommen. Was würde ich hier bekommen? Eine Voigtgranate, Tarnwolkengranate. Diese mit einer Reichweite von für 2 Züge an Smoke. Ja, was macht Smoke? Hier fehlt mir irgendwie so eine Hilfefunktion, ne? So eine interaktive. Ich meine, ist ja toll, dass sie es blau gemacht haben, damit ich mir irgendwo die Hilfe dazu angucken kann, aber. Achso, hier unten ist es erklärt. Ah, okay. Alle Distanzangriffe aus dieser oder in diese Gefahr. Gefahr, okay. Verursachen minus 4 Schaden. Explosionsgefahr. Ist diese Wolke entzündlich oder worum geht's dabei? Ich habe keine Ahnung. So, hier haben wir eine Rüstung mit Resistenzen. Ansonsten ist sie genauso gut wie alle anderen. Hier gibt es einen Psi-Angriff, aber ja, der ist verbesserbar halt, ne? Plus 1 betäuben. Und Rückstoß können wir da machen irgendwie. Sturmbeutel ist jetzt auch nicht so super gut. Okay, also ich werde es nochmal laden. Ja, okay, cool. Eine Beförderung auf jeden Fall dabei. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gamer, blablabla. Anfang der Folge quasi wieder, ne? So, von hier hinten, ihr müsst erstmal nachrücken. Yes, Commander. Und lasse ich die alle über innen nachrücken? I am with you. Weiß ich nicht. Ergibt eigentlich nicht super viel Sinn. As ordered. Hier. Yes, sir. Denn ich denke, ich werde hier tatsächlich versuchen, mich in diesem Bereich irgendwie zu teleportieren. Das könnte schon Spaß machen. Ja, wenn ich mich hierhin teleportiere, vielleicht kann ich mich hier rechts rum sneaken irgendwie oder die Tür da drüben einfach einrennen.
dann alle dahin teleportieren und dann... Yes, Commander! Yes! So, den Zug kann ich, glaube ich, beenden. So, die Blüte steigt. The Aegis heals up. Dann bekommen jetzt alle hier eine Panzerung. What is your will? The Emperor protects. Your command? The Emperor protects. I am here to serve. The Aegis heals up. I am here to serve. Alle am Schild. Unleash me. Und dann darfst du nämlich einfach mal hier durchrennen. Durch diese Tür. Aber hier so auf der rechten Seite eher. We are discovered! So, die kommen von da hinten, ne? Das heißt, hier wäre ich in einer super schlechten Position tatsächlich. Aber ich werde meine Grey Knights einfach alle hier rüber beamen. In diesem Bereich irgendwo. Your orders. Wir hatten hier die geheiligte Tür. Your command. So, ihr seid verwundbar. Herzlichen Glückwunsch. Standing ready. Taking position. Wir drüben in Deckung rennen. Warte mal, du hast zwei Aktionspunkte, ne? Ah, von da aus kriege ich die nicht gut. Ich will die auch noch nicht in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Yes, Commander! Affirmative! Blessed ammunition depleted! Liegt auf noch nicht. Siehst du von hier aus irgendwas? Ein bisschen. Aber nicht da, wo du eigentlich hingucken sollst, befürchte ich. Ach, guck mal, von hier oben. Das könnte funktionieren. Da ballert er sich wahrscheinlich gleich die eigene Deckung weg. Ne? Bisschen schlimm. Bisschen Schwund ist immer. Was denn? Den vorne treffe ich gar nicht, den ich eigentlich treffen wollte. Das ist natürlich blöd. Ja, da musst du einfach so sterben. Foe destroyed, Commander. So, du wirst nämlich hier. Oh Gott, wie komme ich denn da ran? Gar nicht. Laber nicht. Der hier müsste erst irgendwie sterben. Ich weiß noch nicht genau wie. Your orders? I am here to serve. Du hast noch eine Aktion, aber keine Munition mehr. Stimmt. Was gerade alles rausgeballert. Ich erinnere mich. Ja, dann machen wir es einfach mal. Na, obwohl. At your service. Vielleicht auch nicht. Kannst du von hier aus in Nahkampf gehen? Nee, ne? Ach, du machst sowieso wenig Schaden mit Nahkampf, ne? Dann lassen wir dich lieber schießen hier zweimal auf den Typen. Das glaube ich deutlich günstiger. I am with you. Firing now.
So, dann darfst du den zerhauen. Und den hier critten. Um die Sache zu ernten. Perfekt. Und dann hast du sogar noch einen Aktionspunkt. Oh, okay. Kane. Woher kommt der? Man weiß nicht. So, von da drüben kommen Typen, dann darfst du nachladen. Armed and ready. So, meine Jungs stehen einigermaßen in Deckung alle. Gegen die Pflanze natürlich nicht so richtig geil, aber ja. Irgendwas halt immer. Ja, die Pflanze, die kann halt nicht super viel machen, denke ich. Explosivangriff, ja. Ohne Rüstungsdurchdringung. Okay, perfekt. Das ist die Entdeckung, ne? Also die Typen, die da hinten rauskommen. Geblendet und erschöpft. Ja. Die sind dann wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher. Ja, Seuchenwandler und ein Priester. Aber auch wenige, ne? Nur zwei solche Wandler im Priester. Also die mutieren jetzt ein bisschen durch die Gegend, bekommen da Resistenzen. Und Rüstung. Ja, dann würde ich sagen. Your command. Wollen wir ein bisschen schießen? Das macht nur einen Schaden. Dann ballern wir da lieber Granaten drauf. Du hast zwei davon, ne? Ja. For the Emperor! Mit perfekt meine ich, nee, geht so. Aber besser wird's halt nicht. Dann könnte er noch draufballern für einen. I am here to serve. Wie viel Schaden machst du? 3. Kannst du auch eine Granate werfen eigentlich, ne? Oh, guck mal, mit der Granate können wir aber die beiden hier einfach da runterschubsen. Es gibt nochmal ein bisschen Pünkt die Lines, ne? Weil die fallen da, glaube ich, ins Nichts. Vermutlich. Wir probieren es mal. For Titan. Ach, der eine ist nach da hinten gefallen. Okay. Aber einen hat es runtergehauen. Opening fire! Your command? Wie viel hast du noch? 18? 18. My blade is yours. Du kommst da an, hast da noch einen Punkt. Ja, musst du eigentlich hinhauen. Standing ready. Da können wir uns hier nochmal so eine Granate gönnen. Und vielleicht noch ein, zwei Leute da runterschubsen. Das sind ja alles XP, die es hier gibt. Moving now! Ja. Die hat zweite komplett darunter gehauen. So, Feuer frei. The enemy is wounded. So, Attacke. Da müsste er noch einen Punkt haben. Plus zwei Schaden machen wir. Und da brauchen wir gar nicht unser anderes Strategem hier benutzen irgendwie. Unsere Kampfoption. Wie heißt das? Gefechtsoption, ne? Für mehr
wie heißen die Aktionspunkte? The source of this corruption has been cleansed. So ist es nämlich. Aber gut zu wissen, ne, wenn die Blüte tot ist, ist die Mission vorbei. Das ist also ja, ein halbwegs einfacher Ausweg, wenn man da droht, überrannt zu werden. Deutsch, sorry, ist heute so. So, und dann schauen wir mal, ob die Belohnung hier zufällig ausgelost wird. 10 Servitoren haben wir auf jeden Fall bekommen, haben die Verderbnis da im Keim erstickt. Ne, wir haben hier eine Tarnwolkengranate auf jeden Fall. Hier die Rüstung ist auch genau dieselbe. Oh, für 3 irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das ist hier. Hä, wo ist denn das? Weiß nicht, die Rüstung gerade. Der stand doch gerade. Hier war doch gerade, weil man teleportiert, dann bekommt man ein AP. Konnte man hier für 3 irgendwas Punkte freischalten. Das Spiel veralbert mich. Ja, keine Ahnung, was da schon mehr los ist. Ja, das ist alles nicht so spannend hier irgendwie, ne? Also man kann da noch plus 1 Rüstung, aber ich glaube, da kriegen wir später einfach bessere Rüstung. Eine Tarnwolkengranate, auch nicht so das, was ich jetzt haben wollte, aber naja. 6 Requirierungspunkte haben wir auf jeden Fall, waren es vorhin nicht 7. Na gut, dann halt nicht. Wir nehmen nichts davon mit. So, Tool ist aufgestiegen. Oh, aber Boss und Net sind auch richtig dicht dran. Das ist ja cool. So, da müssen wir uns jetzt überlegen, ob es sich lohnt. Und ich denke, das lohnt sich. Ach, wie heißt es denn? So ein komisches Ding da. So ein Prognostikarius zu benutzen. Wir gucken erstmal, was er hier kann. Oder gleich lernen wird. Achso, du hast zusätzliche Lebensenergie. Okay. Er hat schon die geheiligte Todeszone, was ganz geil ist. Rüstungszerstörung. Da könnten wir noch mit draufballern. Du hast 7 Willenskraftpunkte. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, wenn wir hier noch Rüstungszerstörung mit draufballern, tatsächlich. Und die Wirkdauer vor allen Dingen erhöhen, dann wäre das schon echt, echt gut. Das machen wir einfach mal. Ja, die automatischen Fähigkeiten hat er noch gar nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, was gibt's denn hier unten eigentlich? Verbrauch der gesamten Munition visiere einen Ritter in einer beliebigen Reichweite an, der für den nächsten Distanzangriff pro 2 Munition plus 1 Schaden erlangt. Ja, geht, ne? Das ergibt vielleicht Sinn, wenn wir hier ein bisschen mehr Munition haben. Dann würde der plus 3 Schaden machen. Wenn wir volle Munition haben. Weil ich schätze mal, das soll so eine Art Unterstützungsfeuer sein. Granaten. Zusätzlichen Kriegsausrüstungsslot für Granaten auch nicht schlecht. Aber Rüstungsbrecher und mehr Dauer für die geheiligte Todeszone ist schon gut. Das machen wir einfach. So, und dann werden wir hier ein... Denn so würden wir es nicht schaffen. Ne? Wir würden dann zu spät kommen hier. Und dann würde das auf 3 steigen. Und ein so ein Dreier-Ding reicht mir eigentlich. Und das hier ist eine geeignete Stelle für einen Prognostikarius. Glaube ich jedenfalls. Ne? Wie würde ich das denn dann aufteilen? Hier müsste 1 hin. Ah,
die Ecke ist vielleicht gar nicht so gut. Hier müsste eigentlich eins hin. Aber bekommen wir dann auch den +3-Bonus hier? Das wäre noch eine interessante Frage. Die würde ich mal gerne schnell klären. Also einmal kurz gespeichert und dann probieren wir das mal aus. Ja, wo kann ich denn hier meine Prognostikarien einstimmen? Hier. -2 Verderbnisstufe, wenn eingestimmt. Ja, das ist eigentlich gut zum Reduzieren, ne? Ja, ich würde hier gerne die Kamera ein bisschen bewegen, kann ich gerade nicht. So, dann hätte ich hier ein. Dann bräuchten wir hier 2, 3 und 4. Wenn ich den hier einstimme, habe ich die drei Systeme hier abgedeckt. Dann bräuchte ich noch irgendwo einen für den hier, ne? Hier hinten den zum Beispiel. Dann hätte ich hier die drei abgedeckt. Nee, da würde ich mit 4 nicht hinkommen. Ja, ich versuche mal, ob das hier irgendwie hilft. Ja, dann kann ich nämlich hier einfach einen hinschmeißen. Kann hier hinten noch einen hinschmeißen zur Not und hier in die Mitte. Und dann habe ich alle mit 4 abgedeckt. So, wirklich eher einstimmen? Ja, gerne. So, wenn ich jetzt hier hinreise, dann haut es gerade noch so hin, ne? Wie viele Tage sind denn da jetzt übrig? 8. Ja, dann reisen wir doch da schnell noch hin heute. Und da erledigen wir das auch. Verhindern da, dass sich die Blüte richtig ausbreitet. Haben einen Prognostikarius irgendwie da ein bisschen verschwendet. Weiß ich nicht. So, Forschungsprojekt abgeschlossen. Die Gezeiten der Eskalation. Ich habe die Arbeit von Inquisitor Melkor studiert, der für seinen symbolischen Algorithmus bekannt ist, mit dem er die eher verworrenen Visionen von Prognostikarien und Astropathen entschlüsselt. Der Algorithmus sollte es deinen Rittern ermöglichen, ihre Psionik auf eine beginnende Warpwoge auszurichten und von den rauschenden Strömen der Macht zu trinken, die dadurch entfesselt werden. Okay. Also wir bekommen dann immer, wenn eine Warpwoge auslöst, +1 Willenskraftpunkt. So, und dann brauchen wir jetzt als nächstes, wann ist denn der Großmeisterbericht fertig? In 15 Tagen. Okay, perfekt. Da sollten wir wahrscheinlich die Quelle der Blüte so ein bisschen erforschen. Ich habe entdeckt, dass die Saat auf einen Nexus krebserregender Energie eingestimmt ist, aber ihr Standort ist im Äther verborgen. Ich bin mir sicher, dass er der Schlüssel zur Ausrottung der Blüte ist, aber zuerst muss ich mit Hilfe der Saat eine Fährte finden, der wir folgen können. Okay, perfekt. Das machen wir einfach. Dann müssen wir mal gucken, wenn das Formbericht des Großmeisters fertig wird. Je nachdem, wie rum die Ereignisse da abgearbeitet werden, bekommen wir sogar noch +1 Requirierung. Das wäre schon geil. So, wir schauen mal in die Liste. Wie rum ist denn das hier? Ah, verkehrt rum. Kann ich das tauschen? Nee. So, wir reisen weiter. Kommen dann hier an, genau, können es noch machen, bekommen hier +1 Requirierung. Ohne von Meisterhand hergestellte Nahkampfwaffen siegen könnten wir uns eigentlich mitnehmen, aber ach guck mal, jetzt wissen wir sogar, was hier ist, ne? Das ist ja praktisch. Oxus, da haben wir solchen Marines. Diese verdorbenen Astartes haben ihre Seele in den Dienst des Chaosgottes Nurgle gestellt. Ihre ekelhaften, von Seuche und Verderbnis aufgeblähten Servorüstungen machen sie äußerst widerstandsfähig und immun gegen Schmerzen. Und abtrünnige Prediger haben wir.
Der abtrünnige Prediger von Nörgel ist ein Anführer von Kultisten, der seinen Verbündeten abscheuliche Segnungen verleihen kann. Ja, das ist ganz praktisch, ne? Wir haben jetzt halt diese Systeme. Wir sehen, dass sie sind jetzt hier so Leuchtfeuer der Hoffnung. Die haben wir jetzt hier auf jeden Fall alle ein bisschen aufgeklärt und haben für diese Systeme auch mehr Zeit, um da irgendwas zu tun. Das heißt, wir sollten bei Gelegenheit nochmal ein zweites Prognostikarius bauen. Wir haben 17 Servitoren. Libris Malleus wird bald fertig. Ja, ich würde sagen, da benutzen wir einfach nochmal das Team vom letzten Mal. Wir könnten jetzt auch unseren anderen Apothekarius mitnehmen tatsächlich. Wir können mal einen kleinen Vergleich machen. Tool hat 165, er hat 127. Also eigentlich vielleicht lieber den mitnehmen, der weniger Erfahrung hat, damit er ein bisschen hochkommt. Aber wenn wir hier ein paar Jungs haben, die dann richtig erfahren sind, das ist vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Wenn die erstmal eine Stufe hochkommen und dann, wenn die auf Stufe 4 sind, können wir für die einfachen Aufträge die anderen benutzen. Interceptoren haben wir 2, da könnten wir auch Voldred tatsächlich hochleveln. Aber ich finde den Interceptor mit dem Psy-Pulser eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Also unser Justicar, der steigt ja auch demnächst auf. Der Apothekarius. Ja, ich glaube, ich werde es einfach so lassen. Die haben sich eben auf der Mission ziemlich bewährt, die Jungs. Und dann muss ich nur gucken, ob ich den tatsächlich... Oh, das ist jetzt eine super interessante Frage, ne? Ob ich hier auf die Waffen einfach verzichte. Der Psi-Angriff macht hier plus 2 Schaden, hier macht er plus 1 Betäuben. Und die Crit-Boni haben wir nicht. Aber plus 2 Schaden für einen Psi-Angriff können wir natürlich deutlich häufiger benutzen eigentlich. Ja, und so krass sind unsere Waffen einfach noch nicht. Das heißt, den einen Punkt Requirierung können wir uns hier einfach gönnen. Und für unseren Apothekarius auch. Ne. Ach, die Salbe heißt das Ding, das hat einen Namen. Ah, das ist nur plus 1 Crit. Also von daher, ja, das passt. Das können wir einfach annehmen dann. Machen wir beim nächsten Mal einfach so. Für heute sind wir schon wieder durch, Jungs und Mädels. Da hier hinten haben wir so einen hässlichen Cluster irgendwie, ne? Da müssen wir mal schauen. Wird schon irgendwie gehen. Vielleicht fliegen wir einfach hier mal in dieses System. Da gucken wir uns das mal an. Ja, für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.